Willkommen zurück hier in der Stierkampf-Arena nach dem Spiel, nach Spiel 4, Playoff-Achtelfinale, Saale Bulls gegen die Indians aus Memmingen. Das Spiel geht verloren für Halle 1-3, Serie ist ausgeglichen, es gibt das Entscheidungsspiel am Dienstag in Memmingen. Schüsse aus Tor, Halle 25, Memmingen 39, Strafen Halle 16, Memmingen 2. Beide Trainer sind da, Kai Schmitz für die Saale Bulls und Daniel Huhn für unsere Gäste. Daniel, Sie haben das Wort. Bitte schön, Ihre Einschätzung. Guten Abend. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Vor allem, wie sie sich im dritten Drittel in die Schüsse geschmissen hat. Das war wirklich starkes Hockey, starker Charakter, Playoff-Eishockey. Und ich denke, wir haben heute nicht allzu viel zugelassen. Wir haben da einen guten Job gemacht, waren die aktivere Mannschaft. Die Schüsse, denke ich, sagen es auch aus. Und jetzt haben wir den absoluten Showdown am Dienstag und regenerieren jetzt schnell und werden uns gut darauf vorbereiten. Danke. Vielen Dank, Daniel Huhn. Kai, sag an, deine Einschätzung. Daniel, Glückwunsch. Ja, kurz und knapp. Memmingen hat verdient gewonnen. Immer einen Schritt schneller gewesen, bissiger gewesen. Hab der Mannschaft jetzt gesagt, der Auftritt war heute nicht gut. Aber wir sind in den Playoffs. Die Ausgangslage hat sich nicht geändert. Wir brauchen einen Sieg fürs Viertelfinale. Nur müssen wir das jetzt in Memmingen machen. Und ich habe den Jungs gesagt, das muss jetzt aus den Köpfen gelöscht werden. Morgen regenerieren wir, gehen aufs Eis, schwitzen ein bisschen, fahren wir Dienstag nach Memmingen und versuchen dann dort ins Viertelfinale einzuziehen. Dankeschön. Ich könnte jetzt den ganzen Abend irgendwelche hohlen Fragen stellen. Das lassen wir alles weg. Fakt ist, Memmingen fährt als Sieger jetzt nach Hause. Wir fahren am Dienstag als Herausforderer hinterher, wollen dann in der fremden Halle ins Viertelfinale einziehen. Wir wissen Mittwochmorgen mehr. Das war das Spiel aus Halle an der Saale. Memmingen gewinnt in regulärer Spielzeit gegen die Saale Bulls. Es gibt die Entscheidung am Dienstag. saalebulls.com. Gute Nacht.